Ja, Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wo sind wir denn eigentlich hier? Wir sind irgendwo im Wald. Ach, hier, genau, hier ist Festung Bruchzahn. Die Ruine aus der letzten Folge, die Klinge war es, glaube ich, von Merunes Dagons Dolch geborgen haben. Und wir sind jetzt hier unten im Süden bei Falkenring. Da ist Falkenring. Wir können jetzt entweder zurückgehen zu Ihmchen hier, wie heißt der? Silus und ihm das Zeug zurückbringen. Oder wir gehen jetzt sofort zum Totenkrähenfelsen und bringen den Knauf in unseren Besitz. Das ist aber ein ganz schöner Weg, Leute. Ei, die war jetzt gar. Naja, machen wir uns mal auf den Weg. Ich reise mal schnell dahin, dann kommen wir da ein bisschen schneller hin, weil schnell reisen impliziert es ja schon irgendwie. Naja. Gifte auf ausgerüsteten Waffen. Wow. Interessant. Los, Ladebildschirm, mach, mach! Im Ernst? Hallo, Ladebildschirm. Dankeschön. Uah! Oh Gott! Alter, Pferd! Oh, Pferd! Heppa! Whee! My little pony, my little pony. Oh Gott. Die Steuerung ist so kacke. Uah, und es alles wackelt hier. Oh, da vorne ist was Rotes. Ich will nicht, dass was Rotes ist. Ui. Oh, Wölfe. Habe ich aber Angst. Tschüss. Haha, ihr kriegt mich niemals, ihr Trottel. Ich glaube, ich reite in die falsche Richtung. Könnte sein. Ich muss nach Norden erst und dann nach. Ich muss nach Norden. Ich bin voll falsch geritten. Glaube ich. Hä, ich wollte doch dahin. Ja, gerne. Ich reite nach Norden. Ich reite nach Norden. Au. Hui. Oh Gott, ist das hier holprig. Haha, Leben kriegt ihr mich niemals, ihr Schweine. Ihr kriegt mich echt nicht. Uah, ich will auch nur die Kamera drehen. Nicht dagegen den Felsen reiten, du Trottel. Dummes Pferd. Oh Gott, ich glaube, da ist noch was Böseres hinter uns her als ein paar Wölfe. Drehen wir uns mal um. Was kommt denn da noch? Da ist drei rote Punkte. Da hinten ist ein Bär. Ah, okay. Naja. Soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir haben eine wichtige Mission zu. Ach, hier ist der Weg. Wie super. Galoppel, 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 galoppel. Was ist das hier für ein Ort? Ich glaube, hier war ich schon mal. Kann es sein? Nee, Halbmondmühle. Doch, ich glaube, ich war hier schon mal, als ich in einer anderen, ja, in einem anderen Spielstand, also in meinem normalen privaten Spielstand, war ich hier und habe genau hier Aufnahmen getestet, zum ersten Mal mit Fraps. Genau, hier habe ich das gemacht. Und schneiden und alles habe ich hier ausprobiert. Oh, die Gedanken, die Erinnerungen. Dieses Huhn habe ich umgebracht, das weiß ich noch, auch noch. Da habe ich zum ersten Mal ausprobiert. Ist das nicht wunderbar? Galoppel, 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 galoppel. Sind ja eher trostlos, die Weiten hier. Und in dem Haus müssten eigentlich zwei Vampire wohnen, glaube ich. Wo geht's lang? Weiter nach hier. Ich entdecke aber erstmal die Höhle da vorne. Galoppel, galoppel, galoppel. Dann drehe ich wieder um. Die Höhle ist. Wo ist sie denn? Da. Die Moosmutterhöhle. Was ein bescheuerter Name. Steig vom Pferd ab, bevor du durch eine Tür gehst. Da ist keine Tür, das ist eine Höhle. Naja. Entschuldigung. Uah. Achso, ist nur ein Fuchs. Moosmutterhöhle. Kann man ja deine Mutterwitz draus machen. Warte mal, kann ich hier vom Pferd aus schießen auf das Viech da? Ich wollte. Ja, berittene Jagd.
stehen. Bist du da? Ich krieg dich. Ha, ich hab's wirklich erwischt. Und jetzt lasse ich's liegen, weil ich nur aus Spaß gejagt habe. Ja. Und nicht, weil ich Essen brauche. Oder weil ich den Bestand der Art regulieren will. Nee, nur aus Spaß. Wo bin ich jetzt? Ah, immer noch richtig. Gut. Was gibt's denn noch für tolle Reitlieder? Oh Mann, das Wetter ist voll kacke. Ich warte jetzt mal hier. Ah, es ist auch 2 Uhr morgens. Warte ich mal 4 Stunden, bis es ein bisschen heller ist. Also wie mitten in der Nacht sah es gerade eigentlich nicht so aus. Oh Gott, ein Säbelzahntiger. Hilfe. Wieso habe ich eigentlich Angst vor dem? Hey, lass mein Pferd in Ruhe. Zack. Durch den Hals. Gib mir dein Auge. Aber das war eine Zutat, oder? Kann ich die jetzt essen? Ich will die essen. Zutaten. Ich kann ja auch mal alle anderen Zutaten, die ich mir neu habe, ausprobieren. Der ältere Herz, den behalte ich. Ah, da war's. Ah, ne, habe ich schon. Okay, nix. Pferd reiten. Ich warte mal noch eine Stunde. Vielleicht ist dann das Wetter noch ein bisschen besser. Ah, sieht doch schon viel freundlicher aus. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, nach Westen. Sieht gut aus, sieht gut aus. Was liegt denn da? Ein totes Pferd. Wow, leck. Interessiert mich doch nicht. Oh, da sind umgestoßene Wagen und Leichen. Das interessiert mich schon ein bisschen mehr. Runter hier. Und Inspektor Clouseau oder... Nee, Quatsch. Steckt ein Pferd weg. Dein Schwert, nicht dein Pferd. Oh, wie süß. Der Schwanz des toten Khajiit weht noch im Wind. geil. Tanz im Feuer. Lese ich mal. Tanz im Feuer. Redekunst verbessert. Ja, geh auf. Ja, endlich. Zurück brauche ich nicht fallen lassen. Also hier war wohl ein Überfall. Warte mal. Warte. Wir sind Fallen. Machen die keine Geräusche? Merkwürdig. Das war alles? Hey, Pferd! Ey, oh Mann, Pferd! Blödes Vieh. Ich wollte dich doch weiter reiten. Naja, mir doch egal. Geh doch deines Weges, lass mich hier im Stich, du blödes Vieh. Geh ich halt zu Fuß weiter. Auf Schusters Rappen statt auf... Oh, was ist das? Achso, ist nur ein Baumstumpf. Ich dachte, es wäre irgendwas Lustiges, also gruselig aus. Hier geht's offensichtlich nirgendwo hin, weil er kein Schild hinzeigt. Hier geht's nach Solitude und nach Markart, also nach Einsamkeit. Und nach Markart. Oh Gott, ist mir kalt. Wie viel Karat haben wir denn hier? Oh, draußen mal minus 0,7. Das ist ja ganz schön wenig. Ach, hör doch mal auf, immer ein Schwert zu ziehen. Ich will in diese Perspektive gehen. Und zwar so. Hey, sehen wir nicht klasse aus in unserer Klingenrüstung? Yeah. Naja, passiert ja nicht so viel Tolles, ne? Hier ist auch eher... Mit Straße ist hier nicht so weit her. Was ist das? Auch ein Baumstumpf? Interessant. Das Interessanteste, was uns über den Weg läuft, ist ein toter Baumstumpf. Und da ist der berühmte schwebende Baum von Himmelsrand. Und da hinten ist noch einer. Oh Gott, was soll das? Ich kann den Baum von unten angucken. Das ist nicht richtig so. Das soll nicht so sein. Hey, das kann ich sogar pflücken, Wacholder. Die schwebenden Wacholder von Reach. Guck hier, das ist ein Wacholderbaum, wie er sich richtig verhalten sollte. Der steckt in der Erde. Der fliegt nicht. Blöder Wacholderbaum. Fliegt der einfach rum? Oh, ich glaube, hier ist falsch. Ja, ich glaube, ich muss hier den Weg weiterlaufen. Ja, hier ist der Weg. Was ist das? Gar nichts. Oh, nur Unkraut. Na gut. Wow.
Alter Vater, ich dachte, wir haben 2012, also beziehungsweise jetzt mal 2013, aber das ist doch arg spät aufgeploppt, Bethesda. Ja, gut, keine Ahnung, woran das liegen könnte. Ey, es leckt hier auch gerade übel die ganze Zeit. Performance ist nicht so geil im Moment. Ich sollte vielleicht nicht gleichzeitig rendern und aufnehmen. Das war vielleicht eine dumme Idee. Hier ist genauso wie der fliegendes Moos. Das sollte entweder eigentlich da sein oder hier ist irgendwas, wo ich jetzt durchlaufe. Hängemoos. Wow. Wo muss ich lang? Hier ist schon wieder Hängemoos. Ich bin nicht so falsch. Ich kann jetzt hier über den Fluss drüber, dann hier lang, dann da links, dann da, dann da. Oh Gott, ist das noch weit. Oh, ein Stück Mau. Ja. Die war vorhin noch nicht da. Ach du Scheiße, ey. Ich sollte hier ganz langsam durch die Gegend laufen, am besten so hier. Nee, nicht so, so. Nee, auch nicht. Ging das denn nochmal? Nee, so auch nicht. Langsam laufen. So soll ich durch die Gegend laufen. Alt. Wow. Ist ja fürchterbar. Jetzt aber noch nicht hier über den. Nein, da vorne. Erst kann ich hier drum rumlaufen. Ach ja, perfekt. Was ist hier los, ey? Das gibt's ja nicht. Ich bin schneller als die Ziege. Hey, bleib stehen, Ziege. Bleib stehen. Lauf, 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 lauf. Ich will die Ziege schlachten. Bleib stehen. Zack. Haha. Ich hätte die Ziege auch wegbrüllen können. Lauf, 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 lauf. Steck die Waffe weg. Mach dich langsamer. Ich will die Ziege noch anbrüllen. Ziege! Ziege! Moment, ich glaube, das ist so eine komische. Hey, hier ist schon wieder ein fliegender Wacholder. Nee, das ist nicht die Brücke. Nee, ist sie nicht. Uah, es gibt irgend so eine Special-Brücke. Naja, da kommen wir vielleicht noch zu. Hey, da ist die Ziege. Oh. Wasser. Kann ich im Wasser schreien? Nee. Langweilig. Ich ertrinke. Nein, nein. Ich komme hier nicht weg. Ich will aber hier wieder raus. Danke. Oh, fliegender Wacholder. Oh, was ist das denn? Ein fliegendes. Ah, oh. Hi, ein Dibella-Heiligtum, würde ich sagen. Ach, Mann, steck mal die Waffe weg. Ich drücke immer die falsche Taste. Und es ist ein Schrein von Dibella, ja. Oh. Keiner da, oder? Doch, entdeckt. Wer entdeckt mich denn hier bitte? Wer ist denn noch hier? Hallo? Quicksave? Und stehlen. Es ist doch gar keiner hier. So eine Lüge. Also, das ist echt nicht so geil. Mit dem Zeug, dass es spät aufploppt. Wäre blöd, wenn ich jetzt nochmal gegen einen Drachen kämpfe und der ist unsichtbar oder sowas. Da ist noch eine Ziege. Und jetzt kriegen wir den Segen erst. Geile Sache. Ziege, ich brüll dich weg, bleib stehen. Ziege, Ziege, Ziege. Oh, sterbt. Einhändig verbessert, das ist schon mal gut. Ich glaube, ich bin jetzt falsch gelaufen. Nein, bin ich nicht. Ihr habt das gerade auch gehört, oder? Die Töne kommen
extrem verzögert. Das ist, finde ich, gerade ziemlich kacke. Das war auch schon im letzten Video so. Ziege! Was war das für ein Geräusch jetzt? Das ist echt creepy. Einfach so ein Geräusch kommt und gar nichts. Versteht ihr? Oh, Steinhaufen. Interessant, ich muss hier hoch. Bald kommen wir zur... Wie heißt das nochmal? Oh Gott, es ist mir gerade kalt, Alter. Totenkrähenfelsen. Sind das Hexenraben oder nur Banditen? Toten... Oh, ein Bär. Nee, ein Säbelzahntiger. Nee, ein Bär. Bam. Der hat gerade gebrüllt und hat ihn nicht gehört. Da. Höhlenbär, ich schlachte dein Gesicht ab. Und nur dein Gesicht. Ey, au. Bär. Kua. Haha. Bärenklauen. Lecker, die schmecken voll gut. Sind so schön knusprig. Da oder da? Oh, da oben ist ein Turm. Das ist, glaube ich, ein Dwemer-Aufzug. Links, dann rechts abbiegen, dann nochmal links und dann geradeaus. Also hier lang. Ziege! Stirb! Ist es eigentlich fies, wenn ich Ziegen einfach so umbringe? Eigentlich ja, oder? Die Texturen sehen aber irgendwie sehr unsauber aus da oben. Es war trotzdem eigentlich ganz schön hier mit den Bergen und den Felsen und den Ziegen und den schwebenden Wacholderbüschen. Und dem schwebenden Hängemoos natürlich nicht zu vergessen. Im Ernst? Fernwindhorst entdeckt. Leute, im Ernst? Aha, komm schon. Textur, lad nach, bitte. Sieht lächerlich aus. Oh. Geht doch. Hallo. Fernwindhorst. Da gehen wir später mal hin. Jetzt möchte ich gerade zu diesem blöden Felsen da hinten. Zu dem... Jetzt habe ich den Namen schon vergessen. Totenkrähenfelsen, war so? Oh Gott, lädt hier gerade alles langsam. Ist das furchtbar. Okay, nächstes Mal rendere ich nicht gleichzeitig beim Aufnehmen. Hat aber wenigstens unsere Reise mit ein paar lustigen Bugs versorgt. Hey, ist das da vorne vielleicht schon die Krähenfelsenhöhle? Nee. Das ist, glaube ich, gar keine Höhle, so wie es jetzt aussieht. Wenn er jetzt von der Textur nachlädt. Duschnigjal entdeckt. Nee. Nee, habe ich nicht entdeckt. Hier ist nämlich nichts. Was ist denn hier hinten? Ist das eine Höhle? Sieht so aus. Uah. Ach du fuck, ey. Ich will hier wieder raus. Ohne Spaß. Alter, wo bin ich denn jetzt? Das ist eine Ork-Festung. Soweit ich weiß, darf man da nicht rein. Und die würden mich jetzt angreifen, wenn sie mich entdecken. Deswegen stehle ich mich lieber wieder raus. Ey, wie bescheuert ist das denn? Ich gehe hier durch die Gegend und es ist einfach nichts da. Ich renne mitten halt. In so eine... Nach dem Codex von Malakath gehört diese Festung den Orks.
Fremde sind hier unerwünscht. Ja, schön für dich. Ich bin nur ein Reisender. Was für ein Ort ist das hier? Dies ist unsere Festung. Hier können wir leben, wie Malakath es wünscht. Weit weg von den neugierigen Augen der Nord. Ihr seid kein Ork und kein Blutsverwandter, also bleibt draußen. Wir helfen nur unser eins. Ja, dann macht das, aber vielleicht kann ich euch überzeugen, mich reinzulassen. Ich bin ein ganz schönes, pfiffiges Kerlchen. Wir haben Gerüchte über ein verzaubertes Paar Panzerhandschuhe gehört. Versteckt und beschützt von gefährlichen Menschen, Tieren oder noch schlimmeren. Sie werden Finger des Meisterschmieds genannt. Bringt sie unserem Häuptling und er wird entscheiden, ob ihr würdig seid, Blutsverwandter der Orks zu sein. Mhm. Ach, das finde ich schon. Sehen. Okay, tschö. Da hoch muss ich noch. Also, jetzt hier drumrum, glaube ich. So sah das gerade aus. Wahrscheinlich sind die Ebenen hier auch gar nicht so leer, wie sie aussehen. Da lädt nur noch einfach nichts nach. Im Ernst, wo muss ich lang? Jetzt hier hinter. Müsste einen Weg lang führen. Und es führt tatsächlich einen Weg hier lang. Das sind schon über 20 Minuten. Die hier durch die Pampa marschieren. Hey, da ist Hängemoos und es ist ausnahmsweise mal nicht am Rumschweben. Meins. Und der Wacholder auch nicht. Was ist das? Eisen. Brauche ich nicht. Da es ja keinen Schürfskill gibt, muss ich auch nicht jedes Eisen, was ich finde. Oh, ein Kaninchen. Hallo, ziel doch mal bitte. Tju, oh, schade. Naja. Kaninchen gibt irgendwelche Extrapunkte. Wo muss ich jetzt... hey, da ist das Kaninchen wieder. Hey. Hey, Mann, die Töne kommen alle verzögert. Ich muss unbedingt die Aufnahmesession hier beenden und warten, bis ich zu Ende gerendert habe. Oh Gott, was ist das denn? Ist das der Totenkrähenfelsen? Sieht fast so aus. Scheiße, was ein Apparat. Was ein Apparat hier, was ein Apparat! Rheinwasserpassage entdeckt. Aha. Ist das vielleicht die Brücke, die ich meine? Hier sind Ziegen, die mich darüber führen, deswegen könnte es so sein. Ich glaube es. Ja, es sind drei Ziegen hier. Ja, das müsste sie sein. Drei Ziegen und ich wette, hier unten liegt. Ein toter Troll. Genau. Das war ein kleines Easter Egg. Es gibt nämlich ein... ich glaube, es ist ein norwegisches oder so... Märchen von irgendwelchen drei Ziegen, die einen Troll unter einer Brücke umbringen oder so. Und das haben sie jetzt hier reingebaut. Haha, wie lustig. Das war gerade die Rheinwasserpassage. Sehr toll. Oh, ein Fuchs. Und eine Ziege. Und was sind das hier für Dinger? Wo geht's denn hier? Also das ist schon der richtige Weg, oder? Ja, sieht richtig aus. Und es ist auch der Totenkrähenfelsen. Naja, da gehen wir nächste Folge weiter lang. Da nehme ich auch nicht mehr auf. Da gibt's diese komischen aufploppenden Gedönse nicht mehr. Und hoffentlich auch keine schwebenden Bäume und keine schwebenden Hängemöser. Keine Hängemösen. Das habe ich gerade nicht gesagt. Hängemose. Genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es diese Folge etwas langweilig war, wie ich finde. Naja, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!